Es war einmal eine Frau, die keine Kinder hatte. Sie ging einmal zu einer guten Hexe um Hilfe. Die Frau sagte, sie träume von einem Kind. Die Zauberin gab ihr einen Samen und befahl, ihn in einen Blumentopf zu pflanzen. Die Frau war sehr glücklich, dankte der alten Frau und ging nach Hause. Zu Hause pflanzte sie einen Samen, goss ihn und begann geduldig zu warten. Bald wuchs eine große, wundervolle Blume wie eine Tulpe im Topf. Als sich die Blütenblätter öffneten, war ein kleines Mädchen drinnen. Sie war sehr klein, nicht mehr als einen Zentimeter. Deshalb nannte die Frau sie Däumelinchen. Eines Nachts, als Däumelinchen fest schlief, kletterte eine riesige Kröte, nass und hässlich, auf das Fenster des Hauses. Sie packte das schlafende Mädchen und eilte zu ihrem Sumpf. Die Kröte beschloss, ihren hässlichen Sohn mit der schönen Däumelinchen zu heiraten. Sie pflanzte sie mitten im Fluss auf ein breites Lilienblatt, damit das Mädchen nicht davonlief. Am Morgen wachte Däumelinchen auf und stellte fest, dass sie nicht zu Hause war, aber Wasser um sie herum war. Als das Mädchen merkte, was für ein schreckliches Schicksal sie erwartete, weinte sie bitterlich. In diesem Moment schwammen kleine Fische vorbei. Däumelinchen tat ihnen leid. Sie nagten am Stiel der Lilie, und das Blatt schwebte mit dem Mädchen flussabwärts. Ein großer Käfer flog vorbei. Als er ein schönes Mädchen sah, packte er sie und trug sie zu einem Baum, wo er sie seinen Freunden vorstellte. Sie alle beneideten sie um ihre Schönheit, sagten aber, Däumelinchen sei sehr hässlich und könne nicht in ihrer Gesellschaft sein. Unter dem Druck von Freunden entschied der Käfer auch, dass sie hässlich sei, ließ das Mädchen zu Boden und verabschiedete sich. Den ganzen Sommer über lebte Däumelinchen allein im Wald. Sie machte sich aus Gras und Blättern eine Wiege. Sie aß Pollen und Tau, sonnte sich bei klarem Wetter in der Sonne und versteckte sich vor dem Regen unter einem großen Klettenblatt. Aber bald kamen kalte Regenfälle und Winde. Däumelinchen hatte kein Winteroutfit und begann zu frieren. Das Mädchen litt unter Hunger und Kälte. Und eines Tages wurde sie von einer Feldmaus geschützt. Sie lebten herrlich zusammen, das Mädchen half der Maus bei der Hausarbeit, erzählte ihre Märchen und erhielt im Gegenzug warmes Wohnen und Essen. Die Feldmaus hatte einen Nachbarn, einen reichen blinden Maulwurf, der dies tat, indem er ständig seinen Reichtum zählte. Obwohl der Maulwurf blind war, erkannte er, dass Däumelinchen sehr süß war und bot an, sie zu heiraten. Aber das Mädchen war überhaupt nicht glücklich darüber, sie mochte den langweiligen Maulwurf nicht. Einmal sah Däumelinchen auf den unterirdischen Gängen eine verwundete Schwalbe, die fast an der Kälte gestorben wäre. Den ganzen Winter kümmerte sie sich um den kranken Vogel und bis zum Frühjahr heilte sie ihn. Vor der Hochzeit bat Däumelinchen die Maus, sie nach oben gehen zu lassen, um endlich die Sonne zu bewundern. Als sie aus dem Mäuseloch kam, sah sie eine Schwalbe, die sie heilte. Däumelinchen beklagte sich beim Vogel, dass sie gezwungen sei, einen bösen Maulwurf zu heiraten und tief unter der Erde mit ihm zu leben. Die Schwalbe lud das Mädchen ein, mit ihr in warme Länder zu fliegen, und sie stimmte zu. Sie verabschiedete sich schnell von der Maus, kletterte auf die Schwalbe und sie flogen davon. In einem wunderschönen Land sah Däumelinchen eine riesige Wiese mit wunderschönen Blumen. Sie wählte die schönste Blume für sich. Plötzlich sah sie in der Blume denselben kleinen Mann wie sie, nur mit Flügeln. Es war der König der Elfen. Und in jeder Blume lebte ein Elf. Der schöne Elf hat noch nie ein Mädchen gesehen, das so klein und so schön ist wie er. Er verliebte sich sofort in Däumelinchen und lud sie ein, seine Frau zu werden, die Königin der Elfen und die Königin der Blumen. Nach all ihren Abenteuern freute sich das Mädchen über ein solches Angebot des charmanten Prinzen. Sie stimmte glücklich zu. Der Elf nahm Däumelinchen bei der Hand und im selben Moment erschienen zwei Flügel hinter ihr. Jetzt ist sie die Königin der Elfen geworden. Und seitdem leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Es war einmal ein alter Müller, der drei Söhne hatte. Als der Müller starb, hinterließ er seinen Söhnen eine Mühle, einen Esel und eine Katze. Der Älteste bekam die Mühle, der Mittlere den Esel und der Jüngste musste die Katze nehmen. Die älteren Brüder lachten ihn aus, aber die Katze versprach, dass er seinen jüngeren Bruder reich machen würde, wenn er ihm ein paar Stiefel und eine Tasche geben würde. Der Besitzer war überrascht, erfüllte aber die Bitte der Katze. Die Katze zog sofort seine Stiefel an den Hinterbeinen an, goss Hafer in den Sack, warf ihn über seine Schultern und ging auf die Jagd. Im Wald öffnete er die Tasche, warf sie auf den Boden und versteckte sich im Dickicht. Er musste nicht lange warten.
Ein neugieriger Hase galoppierte zum Sack und stieg hinein, um Hafer zu essen. Und die Katze wartete nur darauf. Er sprang aus dem Dickicht, zog den Sack fest, hob ihn auf die Schultern und ging zum königlichen Schloss. Der König dieses Landes war ein großer Liebhaber von gutem Essen. Die Katze verneigte sich tief vor ihm, reichte den Hasen und sagte, es sei ein Geschenk seines Herrn, des Marquis de Carabas. Der König war angenehm überrascht von dieser Überraschung. Die Katze verneigte sich wie ein echter Adliger und machte sich auf den Weg. Am nächsten Tag ging er wieder mit dem Sack auf die Jagd. Diesmal gelang es ihm, zwei fette Rebhühner zu fangen. Der König freute sich über ein weiteres angenehmes Geschenk. Mehrere Wochen hintereinander trug die Katze dem König weiterhin Rebhühner und Hasen. Aber er sagte seinem hungrigen und abgemagerten Besitzer nichts darüber. Als die Katze eine Prinzessin im Palast sah, war sie sehr schön. Die Katze erkannte, dass sie eine wundervolle Frau für seinen Meister sein würde. Und so wollte der König endlich den Marquis treffen. Die Katze antwortete, dass sie ihn morgen für einen Spaziergang finden könnten, wo die Mühlen waren. Und er selbst rannte mit voller Geschwindigkeit zur Mühle. Als die Katze den Besitzer sah, sagte sie, dass sie morgen im Fluss schwimmen muss, und dann wird sich sein Leben ändern. Am nächsten Morgen, sobald er ins Wasser kam, griff die Katze nach seinen Kleidern und versteckte sie im Gebüsch. In diesem Moment erschien die königliche Kutsche auf der Straße. Die Katze sprang auf die Straße und rief laut, »Rette mich! Hilfe! Der Marquis de Carabas ertrinkt!« Als der König dies hörte, befahl er, den Marquis aus dem Wasser zu ziehen. Der Sohn des Müllers bekam große Angst, als zwei Wachen ihn aus dem Fluss zogen, wo er sich in warmem Wasser ahlt. Der König befahl, ihm seine Seidenkleidung zu bringen. Der Sohn des Müllers lehnte dies zunächst ab, aber er mochte die goldgestickten Kleider so sehr, dass er gerne das königliche Outfit anzog. Der König lud ihn in die Kutsche ein, in der die schöne Prinzessin saß. Der Sohn des Müllers war verblüfft, stieg aber ohne weiteres in den Wagen. Eine Minute später rollte die Kutsche durch die Felder und Wiesen, die dem riesigen Menschenfresser gehörten, der in einem riesigen Schloss lebte. Die Katze verschwendete keine Zeit, und was war der Geist, der vor dem Wagen zur Wiese eilte, wo die Schnitter im Schweiß ihrer Stirn arbeiteten? Er bat sie zu sagen, dass diese Felder dem Marquis de Carabas gehören, sonst würde der böse Kannibale sie essen. Bevor die erstaunten Schnitter antworten konnten, hielt der Wagen des Königs an. Und als der König fragte, wessen Wiesen sie seien, antworteten sie in einem freundlichen Chor, dass diese Felder dem Marquis de Carabas gehören. In der Zwischenzeit ging die Katze direkt zum Schloss des Menschenfressers. Mit katzenartiger Geschicklichkeit sprang er über die Steinmauer und machte sich auf den Weg ins Schloss. Der Kannibale saß an einem großen Tisch, der mit verschiedenen Gerichten beladen war. Als er den Kater in Stiefeln sah, war er sehr überrascht über diese Unverschämtheit. Die Katze fing an, den Riesen zu ärgern und sagte, er könne sich nicht in einen Löwen verwandeln. Bevor die Katze Zeit hatte, diese Worte auszusprechen, verwandelte sich der Kannibale in einen riesigen Löwen mit einer zotteligen Mähne. Die Seele der Katze stieg vor Angst in seine Stiefel, aber er überwand sie und sagte, der Kannibale könne sich niemals in eine Maus verwandeln. Der schreckliche Löwe verschwand und eine kleine Maus erschien an seiner Stelle. Und die Katze brauchte das nur, im Handumdrehen holte er die Maus ein, fing sie auf und aß sie. Zu dieser Zeit fuhr die königliche Kutsche in den Hof des Schlosses. Die Katze öffnete die Wagentüren, verbeugte sich höflich und sagte, er sei froh, alle im Schloss des Marquis de Carabas zu sehen. Es ist schwer zu sagen, wer vor Erstaunen über diese Worte taub war, der König oder der Müllersohn, der bereits überhaupt nichts verstand. Die Katze brachte die Gäste zum Tisch. Am Ende des Abendessens sagte der König, nachdem er in vollen Zügen gegessen hatte, dass der Marquis in der Tat ein sehr würdiger Mann sei, deshalb würde er seine Tochter gerne der Frau geben. Die Prinzessin war glücklich, jung, gut aussehend und außerdem mochte sie den reichen Marquis sehr. Bald spielten sie eine Hochzeit. So heiratete der Müllersohn eine Prinzessin und wurde Prinz. Alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, besonders die Katze, die stolz in hohen Stiefeln auf und ab ging.